Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir nehmen uns heute einer Sache an, die manche Leute sehr lange aufschieben. Auch wir haben das bislang getan, sagen aber, nee, jetzt reicht's, jetzt wird die Sache angegangen. Und zwar Verkleidung der B-Säule. Bei dem Ducato ist das ja alles hier so ein bisschen abgeschrägt, weswegen es nicht ganz so einfach ist, hier eine schöne Front hinzubekommen. Wir probieren es trotzdem. Wir haben noch ganz viel von dem Pappelsperrholz, was hier im Innenraum als Verkleidung beim Kauf im Auto gewesen ist. Das werden wir hier zuschneiden. Später hier bei den vorhandenen Nietmuttern verschrauben und dann mit Filz verkleiden. So, hier sieht man das ganz gut, was so für Hohlräume vorhanden sind und auch die Nietmuttern, die wir nutzen wollen. Hier diese Sockelleiste wollen wir auch verkleiden. Ihr seht gleich wie. Und hier die Seite schaut aktuell noch so aus. Wir fangen hier rechts an. Ich halte das jetzt gleich hier so hin. Wir werden unten so eine kleine... Naja, wir werden das unten so lassen, seht ihr später, wie wir uns das vorstellen. Und hier dann den Übergang zum nächsten Element machen. Das heißt, ich halte das jetzt hier an und Sabrina tut von innen, von vorne dann anzeichnen, wo wir absägen müssen. So, hier könnt ihr die Kante sehen, die wir angezeichnet haben. Und die werde ich jetzt aussägen. So, das passt schon mal ganz gut. Hier kann man hier jetzt sehr gut unter diese Dichtung schieben. Und jetzt werde ich das Gleiche, sprich noch einmal, einfach von innen die andere Kontur abfahren. Und zwar hier auf der Innenseite diese. So, das erste Teil ist fertig. Und da das Auto ja gespiegelt ist, können wir die gleiche Schablone einfach für die Gegenseite nutzen. Und da habe ich hier schon mal aufgemalt und werde das jetzt hier entsprechend einfach aussägen. Wir haben ja hier an der Seite noch die Nietmuttern von der Trennwand, aber hier unten haben irgendwie welche gefehlt oder wir haben auch welche rausgerissen beim Entfernen der Trennwand, ich weiß es nicht mehr genau. Aber da kommt jetzt hier wieder unsere tolle Nietmutternzange zum Einsatz, damit wir hier, hier habe ich es gerade schon gemacht, nochmal die Nietmuttern setzen können. Verlinke ich euch ja unten. Das ist nämlich ein super Tool, was man auf jeden Fall braucht. Schraubt man einfach oben diese Quindenietbolzen drauf, dann lädt man einmal, ganz einfach, dann setzt man das in das Loch und dann drückt man, nicht zu doll, sonst macht man das Gewinde kaputt, öffnet und dann zieht man einmal raus. Ja, und schon ist die Nietbolze, der Nietbolzen drin. Scheiß Ding. Kauft eine andere Version. Naja, die Nietbolze hält auf jeden Fall. Drehen wir sie halt so raus. Ist jetzt nicht besonders fest, aber es muss ja auch nichts halten. Es geht hier um Pappelsperrhäuser und ein bisschen Filz. So, die zwei Seitenteile habe ich jetzt vorbereitet. Einmal links, einmal rechts. Und jetzt werde ich hier die Löcher setzen. Genau auf Höhe der Nietbolzen. Und dann kann man das schon mal provisorisch befestigen, um dann die oberen Teile zu machen. So, hier habe ich jetzt schon mal die Schrauben reingesetzt provisorisch, damit das eben schon mal hält. Ein Loch habe ich ein bisschen verkackt. Das muss ich nachher noch mal ein bisschen größer machen, aber das ist nicht so schlimm, das sieht man später eh nicht. Und hier unten sieht es so aus. Genau, und das gleiche werde ich jetzt hier drüben machen. Einmal die Löcher bohren und die Schrauben reindrehen. Ich habe mir jetzt für hier oben eine Schablone angefertigt, die hier oben genau hinpasst, und anhand von der Schablone werde ich jetzt noch eine genauere Version erstellen, um dann in einem Stück das gesamte Teil mit dem Stück eben auch als Gegenschablone für die andere Seite genutzt, dann ja, dieses große Teil zu erstellen an einem Stück. Das ist mir wichtig, weil ich will es auch in einem filzen, damit es nicht so gestückelt ausschaut. Hier hinten den Zwischenraum, den werde ich auch irgendwie füllen und filzen. Mal gucken, wie ich das gleich mache. Ich habe jetzt doch nochmal drei Elemente angefertigt, um zu gucken, wie das passen sollte. Einmal so, für die linke Seite, und hier so ein Mittelstück für hier. Und dann auf der rechten Seite, ja, also das dahin, das hierhin und dann das auf der rechten Seite. Das hält auch gerade so. Jetzt muss ich nur versuchen, die im Winkel, weil das kann ja alles sich ein bisschen verschieben,
ordentlich als Schablone anzubringen. Also die drei Elemente liegen jetzt hier auf dem großen Zuschnitt. Ich habe nur einen Versuch. Es muss also funktionieren. Ich hoffe also auch, dass der Winkel zu diesen einzelnen Elementen jetzt passend ist. Und ja, werde jetzt abzeichnen und ausschneiden. So, okay. So, fertig. Mal gucken, ob es passt. Okay, ja, cool. Das ist schon mal super. Und jetzt würde ich hier hinten gerne noch, hier ist ja dieser Hohlraum, und den würde ich auch gerne ausgleichen hier auf der gesamten Länge. Und zwar einfach hier hinten noch ein paar Hölzchen dran, damit man das auch filzen kann. Weil selbst wenn man die Schrauben, wir wollen ja die Nähtmuttern hier oben nutzen, wenn man die Schrauben hier reinsetzt und ranzieht, dann schließt sich dieser Zwischenraum ja nicht. Deswegen einfach noch ein paar Hölzer irgendwie drauf und den Filz einfach rum und dann kann man hier schön festschrauben. So, wir nehmen jetzt doch kein Holz, um den Zwischenraum hier auszugleichen, sondern hier dieses Dämmzeug. Und das macht dann genau den Abstand von knapp 2 cm, den wir brauchen, sodass wir hier später einfach drüber filzen können. Damit klebe ich das jetzt hier einmal fest. Vielleicht ein bisschen übertrieben, Sikaflex zu nehmen, aber wir haben ja noch Montagekleber, das sind alles noch offene Sachen. Also wir haben jetzt noch Hartschaum hier hinten genommen, als Abstandshalter, aber sieht man später ja nicht, weil der Filz ja dann da rumgeklebt wird. Das muss jetzt hier noch ein bisschen antrocknen und dann können wir dieses Element sowie die zwei Seitenelemente filzen. Hier links unten in der Ecke habe ich ein bisschen Schiss, dass man das hier irgendwann kaputt tritt. Deswegen habe ich mir jetzt Folgendes gebaut. Einfach einen Winkel genommen, mit der Gewinde-Nietmutternzange ein Gewinde gesetzt. Und dann werde ich später das hier in den Boden schrauben. Das ist ja ein Holzboden, das ist ja unser Podest. Und dann kann man von außen hier die Schraube später reinsetzen. Und dann ist das hier geschützt, dass das hier nicht nach hinten irgendwie wegbricht. Wenn hier jemand sitzt auf dem Podest, dann schwenkt man ja schon mal ein bisschen mit den Füßen nach vorne und zurück. Und dann wäre es schade, wenn es nach 2, 3 Wochen schon hin ist. Alle drei Elemente sind nun vorbereitet. Was noch fehlt, sieht man aber oben schon im Vergleich zu den Seitenteilen, es fehlen die Löcher und die Schrauben, sprich die Position zur Befestigung. Das heißt, jetzt muss ich hoffentlich ziemlich genau die Nietmuttern unter dem Holz treffen. Ich beschränke mich jetzt hier auf 3 Schrauben. 1, 2, 3, die habe ich jetzt schon mal da reingeschraubt. Da ich keine schwarzen Schrauben habe, die Köpfe hier später aber sichtbar sind und ich auch keinen schwarzen Lack habe, aber noch diesen, den Hochtemperaturlack, werde ich jetzt einfach damit einsprühen, die Köpfe, und dann mit einem Heißluftföhn die Farbe hoffentlich da einbrennen oder drauf bestehen lassen irgendwie. Also gucken, ob das funktioniert. So, nachdem wir nun alle drei Elemente vorbereitet haben, 2 Seitenteile und eins hier oben, geht es jetzt eben nun daran, die zu filzen. Wir haben uns für Filz entschieden, da wir den Rest des Autos ja auch schon gefilzt haben und damit wirklich recht glücklich sind. Ich habe mich dann nochmal mit der Firma Kempermeyer in Verbindung gesetzt, da wir dort den Filz gekauft hatten und habe gefragt, wie es mit dem Klebstoff ausschaut, da wir nämlich am Ende Sprühkleber aus dem Baumarkt verwendet haben. Und dann hat mir Kempermeyer gesagt, nee Paul, nimm bitte lieber doch den Würzkleber, da der temperaturbeständiger ist als die meisten Sprühkleber aus dem Baumarkt. Und jetzt folge ich den Rat natürlich und habe mir dann nochmal diesen Würzkraftsprühkleber besorgt, nochmal ein ordentliches Cuttermesser und eben auch nochmal den Filz von Kempermeyer. Gut, das heißt, wir fangen jetzt mal an, das zu filzen. So, die drei Elemente habe ich jetzt hier auf das Filz aufgebracht. Jetzt schneide ich das einfach grob zurecht. Dafür nehme ich einfach mal eine Schere. Die schafft das irgendwie auch ganz gut. Später nehmen wir dann wieder das Cutter. Safety first, das Ding kommt weg. Das brauchen wir auch erstmal nicht mehr. Und hier.
Falls jemand Filz braucht, kann er Bescheid sagen. Nee, Spaß, wir müssen noch mehr filzen, aber ich verrate euch noch nicht was. Aber das machen wir nicht in dem Video. Gut, dann fangen wir mal am besten mit einem leichten an, mit dem hier. So, anrauen müssen wir ja nichts. Das ist ja kein Metall. Das heißt, wir können ja direkt den Kleber auf Filz und auf die Spanplatte aufbringen. Auch immer schön die Kanten bis über den Rand. Immer schön viel Kleber auf. Ne? So. Das Ganze muss jetzt so 5 Minuten ungefähr antrocknen. Und dann können wir die Teile zusammenführen. So, der Kleber ist angetrocknet, das heißt, ich kann jetzt das Filz hier anbringen und es zusammenführen. Das erste Element ist fertig. So, nun das zweite Element verbinden. Hier wieder ein bisschen aufsprühen. Und rum. Das ist ja Vier-Wege-Stretch, das kann man richtig gut ziehen. In jeder Ecke, die noch so rund ist, kann man das schon ein paar Zentimeter auf eine längere Strecke gesehen rumziehen. Und dann kriegt man so echt eine schöne Kurve, schönen Abschluss überall hin. So, das zweite Element ist auch fertig. Ja, bei dem letzten Teil hier ist ja jetzt das Besondere, dass wir hier ein bisschen um die Ecke filzen müssen und deswegen auch dort den Kleber auftragen müssen. Aber das ist auch kein Problem. So, alle drei Teile sind fertig gefilzt. Ich bin auch sehr glücklich, muss ich sagen, mit dem Ergebnis. Jetzt geht es nur noch darum, die ordentlich zu verschrauben. Dafür muss man mit dem Cutter, dort wo ich die Löcher gebohrt hatte, einfach so ein bisschen vorritzen, damit man dort auch die Schrauben durchbekommt. Die eine habe ich schon mal durchgesteckt. Ja, weil sonst kriegt man die Schraube natürlich dann nicht durch, die sind ja nicht spitz. Das heißt, ich schneide, cut das jetzt vor und dann werden sie angebracht. Ich bin sehr gespannt, wie es ausschauen wird. So, die drei Elemente sind vorbereitet und ihr seht, ich habe die Schrauben schon mal reingesteckt. Die Schraube passt schon mal. Die schwarz lackierten Schrauben stecke ich jetzt von hier vorne einfach schon mal durch, damit ich sie gleich mit den Nietmuttern nur noch verschrauben muss. Jetzt gar nicht so einfach, die Schrauben da reinzubekommen, weil das jetzt ziemlich stramm sitzen soll. Aber das klappt irgendwie, weil davor hat es ja auch funktioniert. Da, die müsste jetzt greifen hoffentlich. Ja, die greift. So, perfekt. Das sieht ja schon mal super aus, oder? Krass, gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Es fehlt nur noch die letzte Seite. Schrauben sind ja auch hier schon vorher reingesteckt. Das heißt, es ist eigentlich nur noch jetzt alles reinzuschrauben. Die greift. Greift auch, das geht ja easy. Das ist noch die vorletzte hier unten, bevor es dann an diesen Winkel geht, den ich leider extra mit der Nietmutter bestückt habe. So, hier unten mache ich das jetzt einfach so. Ich habe das Plastik hier abgenommen. Werde jetzt einfach die Schraube schon mal hier reinschrauben in die Nietmutter. Und einfach danach die Schraube in den Holzboden schrauben. Fest. So, dann sieht das da innen drin so aus.
Und hier vorne klipse ich das jetzt einfach wieder rein. So, und dann haben wir hier vorne eine klare Kante. So, cool. Hier unten haben wir die B-Säule auch unverkleidet bislang. Ich habe mir einfach hier nochmal die gleichen Bretter besorgt, die wir auch hier schon für den Gurtbock benutzt haben. Habe jetzt einfach hier schon mal Löcher vorgebohrt, genau auf der Höhe, wo sich hier Einpressnieten befinden, beziehungsweise wir hinzugefügt haben. Die waren nicht, da habe ich einfach eine kleine hingemacht, dann nehmen wir eine kleine Schraube und bei den großen nehmen wir eine große Schraube. Habe ich hier schon die Bretter vorbereitet und dann werde ich die einfach jetzt reinschrauben. Auch die Schrauben habe ich einfach mit diesem Hochtemperaturlack schwarz gemacht. Ich hatte überlegt, das jetzt noch zu kleben, aber warum? Also ich meine, das muss ja nichts halten, wenn wir irgendwie das mal abmachen müssen. Ich wüsste zwar nicht warum, aber wenn, dann ist es ja nicht schlimm, wenn es nicht geklebt ist. Zumal wir eher die Leiste, die hier oben drauf kommt, genau die, die es hier auch ist, gibt, kleben werden. Bei den Fußleisten hier unten haben wir jetzt schon so einen Trittschutz aufgebracht. Und diesen Übergang, wie ihr seht, hatten wir mit Bauschaum ausgesprüht. Dann hat es das Teil aber schön nach vorne gezogen hier. Deswegen musste ich das jetzt nochmal rausschneiden. Das jetzt nochmal verklebt. Und jetzt kommt hier oben auch noch so eine Fußleiste drauf. Und hier seht ihr schon, haben wir das schon gemacht. Und das muss man nochmal sauber machen. Unsere B-Säule ist also nun verkleidet. Wir haben hier oben dieses Element angebracht, an den zwei Seiten eins und unten diese Fußleiste. Und das alles schön passend zu dem Rest des WOMOS. Wir sind wieder happy mit dem Ergebnis, würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten bis bald. Ciao.